Der niederländische Architekt Hans Güschenloh war ein wichtiger Vertreter des Industriedesigns in Deutschland der Nachkriegszeit. Er unterrichtete von 1954 bis 1965 an der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Einer seiner wichtigsten Entwürfe war der Schneewittchensarg, ein Radiogerät für die Firma Braun, das er zusammen mit dem Gestalter Dieter Rams entwickelte. In unserem Buch erzählen wir die Lebensgeschichte von Hans Güschenloh, wie er sich für den Beruf des Industriedesigners engagierte, aber wir zeigen auch das Leben der gestalterischen Avantgarde der Nachkriegszeit in Deutschland auf dem Ulmer Kuhberg an der HFG. Es gibt einen Überblick über das Werk von Hans Güschenloh und wir zeigen auch an ausgewählten Beispielen seiner Entwürfe, was das Besondere an seinem Werk war. Das Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Designgeschichte der deutschen Nachkriegszeit.